Ich möchte mich kurz vorstellen. Mein Name ist Christina Peret und ich weiß nicht, ob Sie mich kennen oder nicht. Ich komme aus Barcelona, aus Spanien und ich arbeite im Moment an der Universität Bern in der Notfallmedizinabteilung, aber ich bin innere Medizinspezialistin. Ich hoffe, Sie können mein Deutsch gut verstehen. Falls Sie Fragen haben oder mich nicht verstehen können, bitte sagen Sie mir und ich kann ohne Probleme etwas wiederholen. Das Thema meiner Präsentation ist Erkrankungen des Respirationstraktes beim Hund und bei der Katze. In meiner Stunde ist es nicht möglich, über alle die Erkrankungen natürlich zu reden oder viel Theorie zu geben. Deshalb habe ich eine kurze Einleitung vorbereitet und danach werde ich direkt klinische Fälle, klinische Beispiele vorstellen. Wie gesagt, ich denke, es ist immer mehr interessant, wenn wir die Präsentation ein wenig interaktiv machen. Deswegen bitte fragen Sie, sprechen oder schreiben Sie Text, wenn Sie etwas fragen möchten. Genau, wie macht man das Approach oder die Diagnostik zu Tieren mit Atemwegsproblemen? Wie immer können die Signalement, zum Beispiel Rasse, Alter und die Anamnese uns helfen. Zum Beispiel, wir werden an Lagingsparalyse, wenn ein alter Labrador-Retriever mit Atemnot und laut Stridor zu uns kommt, oder vielleicht ein Trachealkollaps bei einem Yorkshire Terrier, wie hier in dem Bild, oder vielleicht werden wir ein dekompensiertes Herzproblem bei Cavalier King Charles, Spanien, oder wenn ein Mops mit Atemnot kommt, werden wir an Brachycephalie-Syndrom denken. Das ist immer wichtig. Und extrem wichtig ist natürlich eine gute und komplette Anamnese zu haben. Ist das Problem des Hundes jetzt akut oder chronisch? Gibt es eine Anamnese von Trauma? Andere Vorerkrankungen, zum Beispiel, ist es bekannt, dass der Hund ein Herzgeräusch hat? Hatte die Katze in der Vergangenheit Neoplasie oder Allergien? Gibt es andere zusätzliche Symptome, zum Beispiel Husten oder Fieber oder Erbrechen? Wurde das Tier vorbehandelt, zum Beispiel von Tierarzt oder von Besitzer selbst? Und wichtig ist auch zu wissen, wie die Impf- und Entwurmungsstatus ist und ob das Tier auch eine Reiseanamnese hat. Die klinische Untersuchung gibt dem Tierarzt erste Hinweise bezüglich der Schwere und auch der Lokalisation des Problems. Ist das ein Problem in der oberen Atemwege oder in den unteren Atemwege? Wir sollten das Atemtyp, Atemarbeit, Atemfrequenz, Auskultation und Perkussion beachten. Ist das Tier dyspneisch und braucht es Notfalltherapie? Falls ja, ist diese Dyspne inspiratorisch, ist es expiratorisch und auch die Qualität des Atemgeräusches ist hierbei bedeutsam. Nur nach unserer Anamnese und nach unserer klinischen Untersuchung, dann können wir diese Dyspne oder das Atemproblem gut lokalisieren. Und nur danach können wir unsere Differentialdiagnosenliste machen. Wenn wir unsere Differentialdiagnosenliste gemacht haben, dann können wir weiterführende Diagnostik machen. Blutuntersuchung gibt uns normalerweise keine Diagnose, aber das kann uns helfen, zum Beispiel Hinweise auf eine Infektion zu finden oder eine Entzündung. Röntgen von Thorax sind normalerweise nötig. Ultraschall ist weniger stressig in der Notfallsituation
Und das kann zum Beispiel bei Fällen mit Pleuralergus uns viel helfen. Arterielle Blutgasanalyse, CT sind manchmal nötig. Kotuntersuchung, wenn wir Lungenwürmer vermuten zum Beispiel. Und es gibt auch andere Diagnostik, die manchmal auch nötig sind. Die initiale Stabilisierung des Atemnotpatienten sollte schnell und stressarm erfolgen. Unsere Ziele sind Nummer 1, die Oxygenierung und die Ventilation zu verbessern. Das ist mit Sauerstoffsupplementierung und auch Stress zu minimieren mit Sedativen. Wie gesagt, bei jedem Atemnotpatienten ist es aufgrund der vorhandenen oder potenziellen Hypoxie sinnvoll, Sauerstoff zuzuführen. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten, Overflow-by mit einem Sauerstoffschlag zu geben. Etwas effektiver ist die Applikation über Sauerstoffmasken. Weniger stressauflösend ist ein Sauerstoffkragen, aber wichtig ist, ein Viertel des Kragens sollte offen bleiben, das ist wichtig. Und im Sauerstoffkäfig, wie hier in der Katze, die Katze in dem Bild, ist hier sind die Tiere meist stressarm und sie bekommen ungefähr 40 bis 60% Sauerstoff. Und ich weiß nicht, ob diese Information wichtig für Sie ist oder nicht, aber ich hoffe, Sie wissen, wie man eine nasale Sonde legt. Ich kann kurz das beschreiben, aber vielleicht sind Sie schon, Sie wissen schon, wie man das macht, ich weiß nicht. Soll ich das auch beschreiben oder ist das klar? Wissen Sie, wie man das legt? Ich habe jetzt noch kein. Also ich habe eine Rückmeldung, die heißt beschreiben bitte. Das heißt, wenn Sie es. Ja, genau. Also die von. Okay, gut. Okay, es kommen dann, viele beschreiben bitte. Ja, bitte beschreiben. Okay, okay, gut. Das ist wichtig bei großen Hunden zum Beispiel, die zu groß für einen Sauerstoffkäfig sind. Oder wenn wir, wenn Flow-by oder eine Maske nicht genug ist, dann kann man eine nasale oder nasopharyngeale Sonde legen. Das ist nicht sehr stressig und dann, wie gesagt, dann können wir zwischen 30 und 40% Sauerstoff geben. Zuerst sollten wir die Sonde auswählen, die größtmögliche Sonde und dann sollten wir die Sonde von Nasenloch bis zum lateralen Augenwinkel und ausmessen und dann markieren Sie ein Furtiefe am Katheter. Dann sollten Sie Nasenlöcher und die Sondenspitze mit Gleitgel oder KY-Gel benetzen. Und die Sonde in den Nasenloch in ventromediale Richtung in den ventralen Nasengang bis zur Markierung einfügen. Das ist normalerweise wirklich schnell in 10, 15 Sekunden. Und danach sollte die Sonde fixiert werden. Sie können ankleben oder die Sonde annähen am mukokutanen Übergang an der Nasenfalte und mit Einzelheft an den Stirn oder am Jochbogen. Und wie viel Sauerstoff sollten wir geben? Normalerweise zwischen 50 und 100 Milliliter per Kilo per Minute. Das wäre eine Option als Notfalltherapie bei Dyspnoe-Hunden. Und ich dachte vielleicht, ist das genug Theorie, weil ich weiß, Sie interessieren sich für klinische Beispiele. Und hier hoffe ich, dass wir die Präsentation ein bisschen interaktiv machen. So, das ist Twitter. Twitter
ist eine europäische kurze Karte, 8-jähriger, männlich kastriert. Wie seit heute erhoffte Atemfrequenzzeit, laut Besitzer. Sie haben uns auch gesagt, dass Twitter wurde oder er hustet seit ungefähr 2 oder 3 Wochen. Twitter ist eine Indoor-Katze, sie geht nicht raus. Sie ist regelmäßig geimpft und entwurmt. Er hat keine Vorerkrankungen und er wohnt mit einer anderen Katze, die gesund ist. Bei der klinischen Untersuchung war die Herzfrequenz 180. Die Schleimhäute waren blass, rosa, Kfz war normal. Die Herzuntersuchung war unauffällig. Temperatur der Katze war auch normal. Und die Atemfrequenz war hoch, 60 ungefähr. Und wir haben inspiratorische und expiratorische Keuchen auskultiert. Hier ist Twitter und ich hoffe, Sie können vielleicht beschreiben, wie die Atmung, wie das Atemtyp ist. Ich mache das noch einmal. Okay, so die Katze ist sicher dyspneisch. Hier liegt die Katze in einem Sauerstoffkäfig. Wer muss da etwas sagen? Wie ist dieser Atemtyp? Wie ist dieser Dyspnoe? Also ich habe schon den Vorschlag bekommen, costo-abdominal. Okay. Warten wir, ob noch zugestimmt wird oder andere Vorschläge kommen. Eine Meldung zu verstärkt abdominal. Ja. Und sind wir so diese paar Sekunden der Übermittlung. Noch jemand für costo-abdominal? Okay, ist das alles? Aktuell ja, ist das alles, was mir übermittelt wurde? Ja. Gut, ja, genau. So diese ist eine gemischte Dyspnoe, also ein bisschen inspiratorisch, ein bisschen expiratorisch. Wenn ein Tier die abdominale Muskel zum Atmen benutzt, das heißt, das ist immer expiratorisch. Und das ist, was dyspneische Tiere machen. Sie versuchen, so viel wie möglich Sauerstoff zu atmen. Und wenn sie ein Problem in den Lungen haben oder Pleuraspalt oder so, wenn sie ein Problem haben, versuchen sie, andere Muskeln zu benutzen, um mehr effektiv Sauerstoff zu inhalieren. So wenn wir ein Tier mit abdominaler Atmung sehen, das ist immer expiratorisch. Okay, so Twitter hat eine expiratorische Dyspnoe. Sehr gut. Und das ist unsere Problemliste von Twitter. Wir haben chronischer Husten. Wie wissen wir das? Weil er hat hier an der Klinik gehustet. Und die Besitzer wussten nicht, ob Twitter Würgen oder Husten hatte, aber wir haben die Katze gesehen und das war einfach Husten. So, Twitter hat einen chronischen Husten, Keuchen in der klinischen Untersuchung und eine expiratorische Dyspnoe. Wo wollen wir das Problem lokalisieren? Mit dieser Problemliste? So, da ist wieder Interaktion gefragt. Mal sehen, ob mir Vorschläge weitergegeben werden. Das ist nicht eine Diagnose, aber wo würden Sie das Problem lokalisieren? Ist das obere Atemwege, untere Atemwege, Pleuraspalt, Lungenparenchym?
Ein Vorschlag ist untere Atemwege. Zustimmungen. Nochmal untere Atemwege mit der Ergänzung Bronchien. Nochmal untere Atemwege. Schauen, ob irgendjemand eine andere Meinung vertritt. Nein, immer mehr Bestätigung der unteren Atemwege. Gut, tipptopp, genau. Ich würde das Problem auch in der unteren Atemwege lokalisieren. Und was sollten wir tun bei Twitter? Als Diagnostik, frage ich. Ein Vorschlag ist Röntgen. Okay, Nochmal, ja, ja. ich. Wir beginnen mit Röntgen von Thorax. Bevor wir natürlich Röntgen von Thorax machen, haben wir die Katze in der Sauerstoffkäfig gelassen und wir haben ein Sedativum gegeben. Das ist immer eine gute Idee bei Katzen oder bei Hunden, die Dyspnoe zeigen. Und hier haben wir 0,3 Milligramm per Kilo Butorphanol IM gegeben. Und nach 10 von 10 Minuten wurden Röntgen von Thorax gemacht. Okay, wer möchte sagen, was sichtbar oder was Sie denken von diesem Bild? Wir haben Lateralaufnahme und danach zeige ich die Ventrodorsalaufnahme. Eine Nachfrage ist, ob es immer 0,3 Milligramm pro Kilogramm IM Butorphanol bei den Atemproblemen ist oder Ja, wechselt es? nein, sicher nicht. Es gibt verschiedene Optionen. Man kann auch andere Sedativum benutzen. Butorphanol ist etwas sicherer als zum Beispiel Alprazolam oder Midazolam oder Azithromycin. So, ich denke, Butorphanol ist immer eine gute Idee, aber es gibt andere Möglichkeiten. Und die Dosierung von Butorphanol, das ist auch unterschiedlich. Man kann zwischen 0,1 bis zum 0,3 geben. Bei Katze gebe ich normalerweise 0,3, bei Hunden normalerweise 0,2. Aber das ist, es gibt ein großes, wie heißt ein Normbereich. So, es gibt verschiedene Optionen. Aber bei dieser Katze wissen wir nicht, ob wir ein Nierenproblem haben, ob die Katze etwas anders in der Blutuntersuchung hat. So, bei dieser Fälle ist Butorphanol immer eine sichere Option. Gut, das hat offenbar die Frage beantwortet. Ja, es kommt ein Danke für die Antwort. Dann schauen wir mal, ob sich jemand vortraut mit, was auf dem Röntgenbild zu sehen ist. Wenn Sie wollen, Aha, kann ich haben wir. Wir einfach. haben was. Darf ich einen Moment? Ja. Cranioventrales und caudodorsales Lungenfeld, feinkörnige interstitielle Lungenzeichnung. Okay. Miliäre Zeichnung der Lunge, kommt noch ein Vorschlag. Schauen wir die Übermittlung. Ich will nur diese paar Sekunden Zeit überbrücken, dass die Leute Zeit haben zum Tippen. Es wird auch eine alveoläre Zeichnung gesehen. Haben Sie gesagt, wo? Nein, steht nicht dabei, aber ich frage nach, die Kollegin, die alveoläre Zeichnung sieht. Können Sie die Lokalisation auch angeben? Die Tippzeit. Ich zeige Ihnen das andere Bild. Eine Einengung der Trachea an der Herzbasis wurde auch gesehen. Und genau, und an der Herzbasis wird auch vermehrt offensichtlich die alveoläre Lungenzeichnung gesehen. Okay. Ja, einfach trauen.
Es ist aber schwierig, offensichtlich. Ja, ich finde das auch schwierig. Und ich bin auch natürlich keine Radiologin. Aber hier hat die Katze eine bronchiales Lungenzeichnung. Das ist diffus, hochgradig. Ich verstehe, warum vielleicht jemand an eine Milliardes Lungenzeichnung gedacht hat, weil das ist hochgradig bronchial und das ist überall, beidseits und hochgradig. Hm? So, aber das ist schwierig, das Herz ist normal und das Trachea ist auch unauffällig. Hm? Aber das wäre die Beschreibung, ein diffus, hochgradig bronchiales Lungenzeichen. Ja, so, hier ist die Frage. Was sind unsere Differentialdiagnosen? Danach können wir weiterführende Diagnostik machen. So, warten wir wieder ab. Ich habe mich gerade schon bedankt für die tolle Mitarbeit. So funktioniert das mit der Interaktion. ein Vorschlag für die Differentialdiagnosenliste ist Bronchitis. Mhm. Super. Felines Asthma ist ein weiterer Vorschlag. Sehr gut. Nochmal Asthma. Gibt es andere Optionen? Das sind gute Differentialdiagnosen. Chronische Bronchitis, felines Asthma, was noch? Ein Pilz kommt mit Fragezeichen. Lungenwürmer haben sogar zwei Fragezeichen. Sehr schön. Fällt noch was ein? Jetzt hat es nichts mehr übermittelt. Sollen wir ein bisschen okay. Sollen wir auflösen? Ah, das ist gut. Ja, das ist sehr gut. So, felines Asthma oder chronische Bronchitis sind die Hauptdifferentialdiagnosen, aber Lungenwurm können wir nicht ausschließen, weil Katzen, die Lungenwurminfektion haben, haben die typischen Befunde wie bei felines Asthma. So, man kann im Röntgen diese zwei Erkrankungen nicht unterscheiden. Hm? Aber vielleicht wäre bei dieser Katze Lungenwurm nicht so wahrscheinlich, weil die Katze ist eine Wohnungskatze. Aber trotzdem sollten wir Lungenwurm hier in der Schweiz immer in unserer Differentialdiagnoseliste haben. Die Katze ist wohnt hier in der Schweiz. Er hat keine Reiseanamnese. Deswegen ist Herzwurm oder Dilophilaria extrem unwahrscheinlich, würde ich sagen. Ich habe noch zwei Vorschläge bekommen, einmal Bronchiektasie und Neoplasie. Mhm. Bronchiektasie, das ist ein Befund im Röntgen, das spricht für eine chronische Erkrankung in der Lunge. Aber Bronchiektasie ist nicht eine Diagnose, sondern etwas, das wir manchmal im Röntgen von Thorax sehen können, besonders bei chronischer Bronchitis oder bei felines Asthma. Und Neoplasie, genau das stimmt zu, das habe ich hier vergessen, aber Neoplasie kann auch so sein im Röntgen. So, ich denke, das sollten wir auch in unserer Differentialdiagnoseliste haben. Ich habe hier auch Toxoplasmose geschrieben. Ich denke, das ist unwahrscheinlich bei dieser Katze. Aber Toxoplasmose kann manchmal bronchiale Lungenzeichnung verursachen, manchmal nodulär. Das ist eine seltene Erkrankung, aber ich denke, es ist immer, wenn wir die andere Differentialdiagnose ausgeschlossen haben oder wenn das Tier auf unsere Therapie nicht gut reagiert, vielleicht sollten wir an diese Infektion denken. Pilzen ist hier in Europa extrem selten, aber zum Beispiel Histoplasmose,
Das ist sehr, sehr bekannt in einigen Gebieten von USA. Ich denke, eine Katze, die nicht immunosupprimiert wird oder so, es ist unwahrscheinlich, dass die Katze eine Pilzeninfektion in den Lungen hat. Und die Zeichnung wäre vielleicht nodulär oder miliär, nicht so bronchial. Aber das ist eine gute, ja, ich danke Ihnen für alle die Antworten. Gut. So, wir haben weitere Erklärungen gemacht, wir haben Laboruntersuchungen gemacht. Die Hämatologie und die Blutchemie haben eine geringgradige Eosinophilie gefunden, ansonsten war alles normal. Wir haben auch eine Kotuntersuchung gemacht, um diese Lungenwürme auszuschließen. Bergmann war negativ. Wir haben auch PCR gemacht, weil Bergmann-Test von Gott ist leider sehr insensibel. Das ist positiv zwischen bei 20 bis 30% die Fälle. Und deswegen haben wir auch PCR gemacht und das war auch negativ. Die Katze wurde entwurmt, auf jeden Fall. Aber wir dachten, dass Lungenwürme war unwahrscheinlich. Und danach haben wir mit Besitzern über Nachteile und Vorteile von bronchoalveolären Lavage diskutiert. Und zum Beispiel hier an der Universität Bern, wenn wir felines Asthma vermuten und wir die anderen Differentialdiagnosen ausgeschlossen haben, machen wir normalerweise kein bronchoalveoläres Lavage. Und wieso? Das ist, weil, wie Sie wissen, bei felines Asthma machen Katzen eine hochgradige Bronchokonstriktion, vor allem wenn sie unter Anästhesie liegen. Und das heißt, es gibt Komplikationen von dieser Technik, von bronchoalveoläres Lavage. Und hier machen die Leute normalerweise kein bronchoalveoläres Lavage bei Katze wie Twitter. Aber wenn die Katze auf die Therapie nicht gut reagiert oder wenn die Thorax-Röntgen schlechter wären trotz Therapie, dann vielleicht wäre es ein Moment, um BAL zu machen. Es gibt andere Universitäten, andere Tierärzte, die immer BAL machen und ihre Erfahrung ist sehr gut. Ich habe auch BAL bei Katzen mit Asthma gemacht, ohne Probleme. Aber die Besitzer müssen immer entscheiden, ob sie für ein BAL interessieren oder vielleicht nicht. Bei Twitter haben wir kein BAL gemacht. Und wir haben entschieden, einfach Therapie zu geben. Unsere Hauptdifferentialdiagnose war felines Asthma oder chronische Bronchitis. Was ist felines Asthma und was ist chronische Bronchitis? Bei felines Asthma ist die Entzündung in der Bronchien eosinophile Entzündung. Und bei chronischer Bronchitis sind die Neutrophilen die Zellen, die man in der BAL findet. Aber die klinische Untersuchung, Röntgen von Thorax, Antwort auf Therapie, das ist sehr, sehr ähnlich. Das ist das Gleiche. Wir können diese Diagnose bestätigen mit der Antwort auf die Behandlung. Das ist einfach, wie man eine Bestätigung hat. So, ich habe eine Frage für Sie. Was ist nicht eine gute Notfalltherapieoption für Twitter? So, er ist jetzt in der Sauerstoffkäfig. Wir vermuten felines Asthma. Wir haben ihn sediert. Und hier ist die Frage, was ist nicht eine gute Notfalltherapieoption für ihn? A. Inhalierte Steroide, zum Beispiel Fluticason. B. Systemischer Bronchodilatator, zum Beispiel Terbutalin oder Theophyllin. C. Systemischer Steroide, zum Beispiel Dexamethason, IV oder Prednisolon, IV
oder oral. Und D, inhalierte Bronchodilatator, zum Beispiel Salbutamol, Ventolin oder Salmeterol. Ist nur eines von A bis D die richtige? Nur eines. Das heißt, wir fragen jetzt eben andersrum, also was ist nicht das Richtige? Da kommen jetzt in gleicher Häufigkeit B und C. Jetzt warten wir noch. Ah, C liegt vorne. Okay. Schauen wir, ob sich noch jemand traut, einen Tipp abzugeben. Ja, jetzt ist es wieder gleich auf, die Entscheidung B und C. Also offensichtlich denken alle, A und D ist auf jeden Fall angezeigt. Und dann schwankt es, ob man B oder C nicht tun sollte. Kommt noch? Okay, so. Ja, wir können uns nicht ganz entscheiden, das bleibt relativ ausgeglichen. Ja. Okay, so, so drei von diesen vier Therapieoptionen sind gute Optionen für Twitter, aber eine von diesen Optionen ist leider nicht ideal oder nicht sehr effektiv bei Notfall, als Notfalltherapie. Und das ist A. So, die Antwort ist A. Aha. Und wieso? Warum ist inhalierte Steroide nicht eine gute Option? Systemische Bronchodilatatoren sind immer gut bei Katzen mit Frenesasthma. Wie gesagt, sie machen eine Bronchokonstriktion. Und wenn wir systemische Bronchodilatatoren geben, dann können wir die Bronchien ein bisschen aufmachen und klinisch verbessern sie nach Bronchodilatator. Das ist immer eine gute Option als Notfalltherapie. Das ist auch bei Mensch. Wenn wir eine asthmatische Krise haben, bekommen normalerweise in der Krankenhaus systemischer Bronchodilatator. Systemische Steroide sind auch sehr wichtig, weil auch wenn wir die Bronchien aufmachen, ist das leider nicht genug, weil diese Katze haben auch zusätzlich eine Entzündung. Sie haben eine eosinophilische oder neutrophilische Entzündung und Bronchodilatator ist nicht genug für diese Katze mit Asthma. Die inhalierte Bronchodilatator, zum Beispiel Ventolin, Salbutamol, das ist immer die Therapie der Wahl in der Notfallsituation. Das ist auch bei asthmatischen Menschen, so die Leute, die Asthma haben, wenn sie eine Krise haben, zuerst sollten sie inhalierte Bronchodilatator benutzen, weil das wirkt extrem, extrem schnell. Die inhalierte Steroide, zum Beispiel Fluticasone, das ist eine Therapie von Felines Asthma, aber das braucht mindestens eine oder zwei Wochen, um normale Konzentration von Fluticasone in der Lunge zu haben. Das heißt, das ist eine Therapie, eine lange Zeittherapie zu Hause für Katzen mit Felines Asthma, aber das dauert Zeit, leider nicht eine gute Option als Notfalltherapie. Gibt es Fragen? Die Frage ist, wenn schon direkt ein Steroid gegeben wird, ob es dann nicht die weitere Diagnostik verfälscht? Ah, ja, ja. So, ich natürlich, ich würde systemische Steroide geben, nur wenn wir schon andere Differentialdiagnosen ausgeschlossen haben und wenn wir wissen, dass wir morgen keine weitere Diagnostik machen wollen. Zum Beispiel, wenn die Besitzer oder wenn wir unsicher sind, ob wir ein BAL machen wollen, dann würde ich sicher keine systemische Steroide geben. Aber wenn wir schon Kotuntersuchungen gemacht haben, wir haben andere Differentialdiagnose ausgeschlossen,
dann können wir systemische Steroide geben. Hm? Das ist ja ein richtiger Punkt. Mhm. Danke. Guter Einwurf. Weitere Fragen habe ich jetzt dazu nicht bekommen. Okay, gut. So, wir haben Twitter Bronchodilatator gegeben. Wir haben Theophyllin IV gegeben als systemischer Bronchodilatator. Und wir haben auch mit Salbutamol begonnen. Das Problem bei inhalierten Medikamenten ist, dass diese Katzen sind gestresst. Sie kennen diese Aerocat nicht. Und das ist auch ein Stress für die Katze. So manchmal beginnen wir mit Theophyllin und wir reservieren Salbutamol und inhaliert Medikament für zu Hause. Wir sprechen mit dem Besitzer. Die Besitzer können in dem Internet Videos anschauen und sie können zu Hause mit Ventolin beginnen. So, das ist immer eine klinische Entscheidung. Sollten wir heute mit Salbutamol beginnen? Ja, aber nur, wenn das keinen zusätzlichen Stress für die Katze bedeutet. Macht das Sinn? Hm? Und danach haben wir auch mit Corticosteroide begonnen. Hier in der Schweiz haben wir nur Dexamethason IV. Und das ist wichtig zu wissen, dass Katzen wie Twitter, sie fressen nicht. Hm? Sie sind sehr dyspneisch und deswegen ist IV, sind IV-Medikamente immer empfohlen. Wenn wir Dexamethason haben und keine Prednison IV haben, dann ist es wichtig, dass wir die Dosierung dass wir nur ein Siebten von der Prednisolon-Dosierung geben. Das heißt zum Beispiel, wenn die Katze 5 Kilo wiegt, das wäre 10 Kilo pro Tag, dann müssen wir ein Siebten, so das ist 1,2 oder so, Milligramm Dexa IV geben. Weil Dexa ist 7-mal stärker als Prednison. Und die Katze war sehr, sehr nett und er hat sich nach 24 Stunden sich verbessert. Und danach haben wir mit Fluticason und Salbutamol begonnen. Aber wie gesagt, das ist eine Therapie, die Zeit braucht, um Volleffekt zu haben. So, das kann auch eine Therapie für zu Hause sein. Aber wenn Sie in der Klinik Aerocat haben, würde ich vielleicht versuchen und schauen, ob die Katze das toleriert oder nicht. Hier ist eine Tabelle mit alle die Möglichkeiten von Therapien. Die Dosierung von Prednison ist wirklich unterschiedlich. Hier steht 2 bis 4 Milligramm per Kilo. Normalerweise beginnen wir mit 2 Milligramm per Kilo, 5, 7 Tage und danach versuchen wir die Dosierung von Prednison langsam zu reduzieren. Und auch geben wir auch mit Aerocat inhalierte Medikamente. Inhalierte Medikamente sind immer eine gute Langzeittherapie, weil sie haben weniger systemische Zeichen, zum Beispiel PUPD oder Diabetes oder so. Sie wirken sehr in der Lungen und als Langzeittherapie hat weniger Nebenwirkungen wie zum Beispiel oder als Prednison. Aber hier gibt es alle die Therapien und die Dosierungen. Okay, gibt es Fragen über Twitter? Keine? Bisher kamen keine weiteren Fragen dazu. Moment, eins. Ist die Frage, ob bei
halbwilden Katzen, die sich nicht gut anfassen und händeln lassen und die Tabletten nicht einzugeben sind, ob man dann auch ein Langzeitkortisol geben kann, zum Beispiel Depomedrol. Ja, so ich denke, das ist besser als nichts. Natürlich, wenn wir eine Katze, eine aggressive Katze haben oder wenn die Besitzer der Katze nicht behandeln können, würde ich Depomedrol geben. Das ist nicht ideal, weil man kann die Effekte oder die Nebenwirkungen nicht kontrollieren. Wenn wir ein Medikament täglich geben und wir ein Problem entwickeln oder eine Komplikation, können wir das Medikament einfach absetzen. Und wenn wir Depomedrol geben, dann ist es ein bisschen schwierig, das zu kontrollieren. Aber ich denke, das ist immer besser als keine Therapie. Depomedrol, das ist auch eine Option zum Beispiel gegen chronische Gingivitis. Für diese chronischen Erkrankungen, zum Beispiel Gingivitis, Dermatitis oder felines Asthma, ist das Depomedrol immer eine Option. Vielleicht wäre das Ziel zu wissen oder zu finden, wie oft die Katze diese Depomedrol braucht. Vielleicht ist es möglich, die Zeit zwischen Injektionen zu verlängern. Das muss man natürlich versuchen, aber das ist immer eine gute Option, ja. Eine Frage noch zur Therapiekontrolle, und zwar, ob es beim felinen Asthma das Thoraxröntgen, wenn die gut eingestellt und therapiert sind, wieder normal wird, sodass man darüber kontrollieren kann, wie die Therapie anschlägt. Das ist eine gute Frage. Ich empfehle immer, Röntgen von Thorax zu wiederholen, weil manchmal kommen die Besitzer sehr gut der Katze zu beobachten und sie sagen, ja, die Katze hustet nicht mehr, aber Katze, die zum Beispiel Freigänger sind oder die Symptome nicht zeigen, ist ein bisschen schwierig, ob wir die Prednisolon-Dosierung reduzieren können oder nicht. Und ich finde, es ist immer gut, wenn wir zum Beispiel mit Pred beginnen und Bronchodilatator. Und ich empfehle, dass die Katze nach einer Woche zu uns kommt. Und dann ist es immer schön, wenn wir eine Verbesserung von Lungenzeichnung haben. Und dann, wenn wir eine Röntgenverbesserung und klinische Verbesserung haben, dann können wir die Dosierung langsam reduzieren. Aber es gibt viele Besitzer, die zur Kontrolle nicht kommen wollen. Aber ich denke, ich empfehle immer, Röntgen von Thorax zu machen und auch die klinischen Symptome zu beachten. Und dann können wir besser entscheiden, ob wir die Prät reduzieren oder nicht. Die meisten brauchen Prednisolon oder inhalierte Medikamente für immer. Und das ist eine chronische Erkrankung, das lange Zeittherapie braucht, aber es gibt viele Katzen, die eine sehr wenige Dosierung von Pret brauchen oder keine Pret und einfach inhalierte Medikamente. So, ich hoffe, die Fragen sind damit alle beantwortet. Okay. Übermittelt hat es zumindest keine weitere mehr. Okay. Und ja. Ich denke, dann ja, können wir weitermachen. Bringt mir. Super. Ja. So, das ist Gordon. Gordon ist letzte Woche zu uns gekommen. Und das ist, ich finde den Fall sehr interessant. Gordon ist ein Chihuahua, ein fünfjähriger alter Chihuahua, männlich kastriert. Und er ist zu uns gekommen in der Notfallabteilung. Weil er seit zwei Wochen Synkope, Entschuldigung, ich habe C geschrieben und das sollte K sein, Entschuldigung. Er zeigt Synkope. Er ist auch seit drei Tagen lethargisch. Er will nicht spielen und weniger fressen.
Er hat auch seit langer Zeit Husten und die Privatärzt dachte, das ist vielleicht Trachealkollaps und sie haben keine Abklärung gemacht. Und seit einer Woche zeigt Gordon auch eine Belastungsintoleranz. Und wir haben mehr über diese Synkope gefragt und sie haben gesagt, dass sie passieren oder diese Episoden, die sind immer beim Spazieren. Und das ist nicht, wenn, wenn er schläft oder wenn er liegt. Einfach, wenn er spaziert oder spielt oder rennt, dann fällt er auf den Boden plötzlich und danach ist eher wieder normal. Es gibt keine, Phase, wo er nicht aufmerksam ist oder so. Er ist wieder normal. Wir haben auch ein bisschen über andere Symptome gefragt. Also er hat keine anderen Symptome. Er ist immer beobachtet, er ist immer bei der Besitzerin. Und sie reisen nach Spanien ab und zu, weil der Sohn von dem Besitzer in Spanien wohnt und sie besuchen ihren Sohn einmal im Monat oder so. Bei der klinischen Untersuchung war die Temperatur von Gordon normal, Herzfrequenz war 140. Die Atmung war normal, die Schleimhäute waren rosa. Wir haben ein unvermehrtes Abdomen gefunden. Blutdruck war normal und wir haben ein Kurzultraschall von Thorax und Abdomen gemacht. Einfach kurz, kein offizieller Ultraschall. Und wir haben ein bisschen pleuraler Guss gefunden und viel Abdominalerguss gefunden. Hier sind unsere Problemlisten von Gordon. Wir haben chronische Husten als Problem Nummer 1, Synkope seit 2 Wochen, Belastungsintoleranz und Abdominalerguss und Pleuralerguss. Und für uns war Synkope das Hauptproblem, weil das ist wirklich ein lebensbedrohliches Problem und das ist der Grund, weil, warum die Besitzer Gordon zu uns gebracht haben. Hier sind die Listen von Differentialdiagnosen bei kleinen Hunden und die Differentialdiagnosen sind entweder ein Problem in der, Pulmonic Valve oder ja, pulmonäre Klappe oder Herzwurm, eine Neoplasie, Perikarderguss, pulmonäre Hypertension und dann können wir auch ein Problem mit Herzrhythmus oder ein Problem, ein metabolisches Problem, zum Beispiel eine Hypoglykämie. Oder zum Beispiel Addison's. Das wäre nicht häufig, aber das wäre auch eine Möglichkeit. So entweder ein Problem im Herz oder ein elektrisches Problem oder etwas Metabolisches. Wir haben eine Blutuntersuchung gemacht von Gordon. Hier zeige ich die Hämatologie. Wir haben in der Hämatologie eine geringgradige Leukozytose von 12, aber wenn man die manuelle Differenzierung anguckt, sind die Neutrophilen im Normbereich. So, wir haben keine Neutrophilie, wir haben keine Linksverschiebung, wir haben auch keine Eosinophilie oder Basophilie. Wir haben auch eine Glykämie gemacht und Gerinnung gemacht. Und die Gerinnung zeigt, die Pette war ein bisschen verlängert, ansonsten war alles normal. Und in der Glykämie hatte Gordon viele Veränderungen, aber klinisch relevant, würde ich sagen,
war die Hypoalbuminämie. Wir haben eine Panhypoproteinämie, so Albumin ist tief und Globulin sind auch ein bisschen tief. Cholesterin ist auch ein bisschen tief und die anderen Befunde sind nicht so wichtig. Die Befunde in der Links, das war 2 Tage später, so das ist auch nicht wichtig im Moment. Wir haben Röntgen von Thorax gemacht, weil es gab nicht genug Flüssigkeit im Pleura zu punktieren und wir wollten wissen, ob der Hund ein Problem in der Lunge hat oder nicht, weil er seit langer Zeit hustet. Das Bild ist ein bisschen schwierig zu beurteilen, aber vielleicht gibt es jemanden, das etwas sagen möchte. Schauen wir mal. Alle kurz Zeit zum Tippen. Was auffällt beim Röntgenbild. Wir lösen danach natürlich sofort auch wieder auf. Aber jetzt. Hier ist Lacke lateral und hier ist Faune. Okay. Schauen wir mal. Es haben sich vorher so viele getraut. Noch hat es mir nichts übermittelt. Ja. Hm? Ah, jetzt kommen Sachen, schon. Ja, eine unsichere Sicht von einer alveolären Lungenzeichnung. Ein Pleuraerguss, kardiales Lungenödem. Wurmbefall wird gesehen, ist aber nicht näher spezifiziert. Okay. Haben wir noch mehr? Und im Abdomen? Da kommt ein kaudales alveoläres Muster, Pleuralerguss. Eine alveoläre Zeichnung perihilär. Pleuraerguss ist jetzt nochmal genannt. Ja. Linksherzvergrößerung und Aszites. Okay. Multiple Probleme offensichtlich. Ja, der Hund hat multiple Probleme, ja sicher. Bei uns haben sie immer gesagt, jeder hat das Recht auf mehrere Krankheiten. Wer sieht noch was? War jetzt schon sehr, sehr viel Beteiligung, das ist schön. Sollen wir strukturiert auflösen? Mhm. Ja. Machen wir. Okay. So, das Bild ist leider nicht sehr, sehr gut, aber vielleicht könnten wir zuerst über das Abdomen reden. Wir können die Flüssigkeit des Aszites im Abdomen sehen oder wir vermuten, dass der Hund Flüssigkeit hat. Und die Leber ist auch ein bisschen vergrößert. Aber in den Lungen ist diese Lungenmuster, Lungenzeichnung vor allem interstitielles. Aber Sie haben recht, es gibt Pleuraerguss und das heißt, es ist ein bisschen schwierig, die Lungen gut zu beurteilen. Aber das war interstitiell und diffus interstitiell und nicht alveoläres. Hier in der VD-Aufnahme gibt es auch einen anderen Befund und das ist so, wenn ich das benutze, ist das sichtbar? Nein. Der Mauszeiger? Der Maus, ja. Ja, wir sehen die Maus. Okay, gut. So hier ist die pulmonäre arteriell. Und das ist ein bisschen mehr prominent als normal. Das sehen wir normalerweise nicht. So, wir haben eine diffus interstitielle Lungenzeichnung mit Pleuralerguss und das ist, warum die Lungenlappen ein bisschen runder sind. Aber der pulmonäre Arteriell ist ein bisschen
prominent. Und das spricht vielleicht für eine pulmonäre Hypertension, aber das ist nicht klar. Was wollen Sie jetzt machen? So, jetzt warten wir kurz auf Vorschläge zum weiteren Vorgehen. Der erste ist schon da, ein Herzultraschall. Super, stimmt. Wir machen ein Herzultraschall. Wir haben eine Echokardiographie gemacht und eine massive Drucküberladung und starke Volumenüberladung rechts ventrikulär wurde festgestellt, so dass interventrikuläre Septum ist praktisch komplett in das Lumen des linken Ventrikels eingedrückt. Und es gab auch eine massive Trikospidalregurgitation und eine deutlich erweiterte Pulmonalis, aber ohne erkennbare Ursache. So, die Diagnose von Echokardiographie war eine pulmonäre Hypertension und klarer Genese. So, ein weiterer Vorschlag war noch, dass die Flüssigkeit vom Aszites zu analysieren. Super. Mehr habe ich. Haben, ja. Ja. So, wir haben das nicht analysiert, weil in der Echokardiographie wurde eine massive Trikuspidalregurgitation dekompensiert gefunden. Und das erklärt, warum der Hund eine geringgradige Pleuralerguss und Abdominalerguss hatte mit Hepatomegalie. So, der Hund hatte eine rechts am Herzversagen. Das wurde in Echokardiographie gefunden. Aber ich stimme zu. Das ist immer eine gute Idee, wenn wir Erguss im Abdomen oder im Pleura haben, eine Analyse zu haben. Wir haben bei diesem Fall das nicht gemacht, weil wir einen Verdacht von Herzversagen hatten. Aber das ist immer eine gute Option. Und die Flüssigkeitsanalyse sollte bei Herzversagen ein modifiziertes Transsudat, so dass das passt mit Herzversagen. Wenn wir etwas anders finden in der Flüssigkeitsanalyse, sollten wir an etwas anders denken. Aber ich denke, dass beim Gordon waren diese die Hauptprobleme, eine chronische Husten, Rechtsherzversagen und pulmonale Hypertension. Pulmonale Hypertension ist normalerweise eine Folge von einem chronischen Problem in der Lunge. Das heißt, eine chronische Bronchitis oder eine Neoplasie oder eine Infektion. So, was sollten wir jetzt machen? Wir haben ein SNAP 4DX von IDEX gemacht für Herzwurm, da der Hund häufiger in Spanien war und das war negativ. Und dann haben wir einen Angiostrongylus-Wasserum-Test auch von IDEX gemacht, das sehe ich in dem Bild, und das war positiv. Und ich konnte das nicht glauben, so ich habe das zweimal gemacht und das war stark positiv. So, was ist, ich musste nur kurz ein bisschen über Angiostrongylus vasorum reden. Das ist eine Nematode, die in der Lungenarterien und im rechten Herz von Hunden parasitiert. Und die kaninpulmonale Angiostrongylose stellt bei allen Hunden mit respiratorischer oder hämorrhagischer oder neurologischer Symptome sowie Synkope, unbekannte Etiologie, eine wichtige Differentialdiagnose da. Diese Erkrankung zeigt eine steigende Prävalenz in Mitteleuropa und wir sollten immer an diese Erkrankung denken, wenn wir eine chronische
respiratorische Probleme haben und unbekannter genesen. Wie werden die Hunde diese Infektion, wie bekommen sie diese Infektion? Die Infektion der Hunde folgt durch die Aufnahme von L3, von den dritten Larvenstadien beim Fressen von Nackt- oder Gehorsteschnecken. Und dann werden diese L3, diese Larven, in die Darmbahn des Hundes eindringen und via Lymph- und Blutsystem in die Lungenarterien gehen. So, wir haben die Diagnose gefunden. Und jetzt, kennt jemand die Therapie für Gordon? Schauen wir kurz, ob jemand sich dazu äußert. Ich helfe vielleicht ein bisschen. So, bei Gordon sollten wir die pulmonäre Hypertension behandeln und wir sollten auch die definitive Diagnose, die Antiostrongylus vasorum Infektion auch behandeln. So, das ist zwei verschiedene Therapien. So, das erste zur Hypertension offensichtlich, Entwässerung Pimopendan. Sildenafil gegen die Hypertension. Das muss man natürlich, ja. Sind heute hier drei verschiedene deutschsprachige Länder vertreten, in denen die Sachen eventuell anders heißen. Aber die Wirkstoffe sagen ja was. Okay. Da kommt noch was zum Angiostrongylus. Milbemax viermal in kurzen Abständen. Schauen wir, ob es noch mehr Vorschläge gibt. Ich will immer niemanden ausschließen, der tippt. Daher ziehe ich immer so ein paar Sekunden Zeit, aber jetzt hat sich nichts mehr. Ah, ein Benazepril als Vorschlag. Also wir haben jetzt drei Vorschläge zur Hypertension und einmal zum Mitbewohner. Ich denke, damit können wir auflösen. Okay, gut. So, Sildenafil ist richtig. Das ist die Therapie der Wahl gegen pulmonäre Hypertension. Pimobendan oder Betmedin, das ist auch eine Therapie, die gegen pulmonäre Hypertension beschrieben wurde. Das ist nicht die erste Wahl. Das ist auch eine Option bei Herzversagen. Aber beim Gordon haben wir Pimobendan mitgegeben, weil wir haben, so Gordon hat ein Herz, dekompensierte Herzversagen aufgrund von dieser kontinuierlichen pulmonären Hypertension. Und wir dachten, wir können vielleicht die Hypertension behandeln und hoffentlich ist ist der Erguss oder die Flüssigkeit weg. Aber vielleicht würde hier andere Leute Pimobendan empfehlen. Wir haben mit unserer Kardiologin gesprochen und er würde auch Sildenafil geben und einfach Angiostrongylus vasorum behandeln. Aber ich denke, es wäre nicht falsch, Pimobendan vielleicht für eine oder zwei Wochen zu geben. Enalapril würde für mich nicht im Moment eine Option sein, weil Gordon frisst jetzt nicht, er ist krank und ich würde vielleicht Enalapril als lange Zeittherapie oder zu Hause geben, um dieses RAS-System, dieses Aldosteron-Renin-System zu blockieren, aber nicht als Notfalltherapie, da diese Therapie nefrotoxisch sein konnte und
Ja, und ich denke im Moment würde ich einfach Sildenafil geben und dann Angiostrongylus-Vasarum behandeln. Es gibt verschiedene mögliche Therapien gegen Angiostrongylus. Fenbendazol, Peros ist eine gute Therapie. Ivermectin auch, zwischen 2 oder 4 Mal. Imidacloprid wurde auch studiert. Unilevizin, das kann auch gegeben werden. Das war richtig. Hm? Hier in der Apotheke, hier an der Uni, haben wir Advocate. Und das ist Imidacloprid und Moxidectin. Und was ich gut finde, ist, dass das ist nur einmal. So, das muss nicht wiederholt werden. Und das ist praktisch. Hm? Das, es gibt Studien, die zeigen, die Imidacloprid und Moxidectin eine gute Option sind. Hm? So, wir haben Gordon mit Imidacloprid behandelt und wir haben ihn stationär genommen und nach 2 Tagen haben wir die Flüssigkeit im Abdomen kontrolliert. Es gab keine freie Flüssigkeit im Abdomen mehr. Er hat begonnen zu fressen und dann haben wir Gordon nach Hause geschickt und er kommt in 2 Wochen, um die Echokardiographie zu kontrollieren. Die Besitzer natürlich, sie wollen wissen, was oder wie die Prognose für Gordon ist. Es gibt nicht viele Studien über Angiostrongylus und Pulmonärhypertension verfügbar. Und Gordon hat eine hochgradige Pulmonärhypertension. Und wir haben diese Studie gefunden. Diese Studie zeigte, dass die Prognose, die Überlebenszeit ist kürzer bei Hunden, die eine Pulmonärhypertension haben, im Vergleich zu Hunden mit Angiostrongylose ohne Pulmonärhypertension. Aber das sind immer Nummer und ich denke, wir müssen Gordon kontrollieren und schauen, wie seine Lebensqualität ist. Im Moment sind die Besitzer zufrieden, er frisst, er hat keine Synkope mehr gezeigt, aber im Moment ist die Prognose ein bisschen unklar. Hm? Gibt es Fragen über Gordon? Schauen wir mal, also bisher noch vorherige gibt es keine. Mal sehen, ob noch was offen geblieben ist jetzt mit der Prognose und dem Abschluss dazu. Scheint soweit alles klar zu sein. Okay, dann wir haben noch 2 Fälle. Vielleicht gehe ich durch die Fälle und sodass wir nicht so spät ändern. Es tut mir leid, dass das dauert ein bisschen länger. So, das ist Cleo. Cleo ist eine europäische kurze Katze, 4-jährige. Sie wurde heute, das ist Samstag, im Garten gefunden. Und die Besitzer vermuteten, dass sie HBC hit by car wurde. Das ist ein Video. Okay, so Cleo zeigte eine inspiratorische und expiratorische Dyspne. Ich kann das noch einmal zeigen. Das ist ein bisschen inspiratorisch und auch expiratorisch. Aber wenn wir versuchen haben, etwas zu machen, eine Kurzmanipulierung, ein Benflon zu legen, dann hat Cleo eine hochgradige Dyspnea gezeigt. So, wir konnten fast nichts bei Cleo machen.
Wir haben Röntgen von Thorax und von Abdomen gemacht. Und wir haben Lungenkontusionen gefunden. Ich hoffe, Sie können das hier sehen. Es gibt Lungenkontusionen überall. Wir haben subkutanes Emphysem hier. Was ist Emphysem? Subkutan. Wir haben auch Pneumoperitoneum gefunden. Wir wissen nicht, ob die Luft von Haut gekommen ist oder von den Lungen. Und wir haben auch Rippenfrakturen gesehen, von 5. bis 10. Hier ist die andere Aufnahme. Wir haben ein massives Subkutanemphysem. Lungenkontusionen, leider ist das Bild nicht so gut, Entschuldigung. Und der Diaphragm ist nicht wirklich sichtbar. Aber wir haben auch ein bisschen Pneumoperitoneum. Das Problem, so das ist unsere Problemliste, HBC, Lungenkontusionen, subkutanes Emphysem, Pneumoperitoneum geringgradig und Rippenfrakturen. So, das Problem bei Cleo war, dass wir konnten fast nicht machen. Sie war sehr, sehr dyspneisch nach einer kurzen Untersuchung. Und das war Samstag. Wir haben ein Venflon gesetzt und eine minimale Blutuntersuchung gemacht. Das war unauffällig. Aber dann haben wir entschieden, dass wir in den Sauerstoffkäfig lassen mit Schmerzmitteln und wir werden täglich oder zweimal, mindestens zweimal im Tag sie kontrollieren und vielleicht am Montag weiter Diagnostik machen. Das war am Montag. Klinisch war sie ein bisschen besser. Sie hat besser geatmet. Und dann haben wir Röntgen von Thorax wiederholt. Muss da jemand etwas sagen? Das ist total anders, oder? Von Samstag? Eine Frage ist, was ist HBC? Ah, Hit by Car, Entschuldigung. Also Autounfall, die englische Abkürzung Autounfall, für Autounfall. Genau. Ja, Verifikasse ist Beigänger und sie wurde so im Garten gefunden. Und wenn wir nach der Untersuchung und mit Thorax-Röntgen, dann haben wir den Verdacht von Autounfall. Eine Antwort auf das vorherige, was ist anders, ist, glaube ich, die Hernia diaphragmatica. Mehr Vorschläge haben mich jetzt noch nicht erreicht. Okay. So hier in dem Bild sehen wir, dass wir Pleura ergus haben. Das ist sicher. Die Lungen sind, retracted, so sie sind kleiner und hier sind sie in der anderen Seite. Hier haben wir Freiflüssigkeit. Wir haben das analysiert, das war modifizierte Transsudat, aber der Diaphragm ist nicht sichtbar und jetzt haben wir Pleural Ergus. Das ist wenn bei Fällen wie Cleo, wenn wir das haben, ist eine Echokardiographie von ein Ultraschall von Thorax immer empfohlen. Wir haben einen Ultraschall und was ist das? Das ist im Thorax. Antwort darauf ist Leber oder Milz? Tipptopp, das ist Leber. So, unsere definitive Diagnose war eine diaphragmatische Hernie mit Lebervorfall. So, ich denke, das Beispiel zeigt, dass manchmal, wenn Tiere eine Dyspnoe zeigen, kann man viel Diagnostik machen. Man muss den Tiere behandeln und Sauerstoff geben und Diagnostik
für später lassen. Und sie war so gestresst und so disponiert, dass wir bis zum Montag keine definitive Diagnose hatten. Aber am Montag wurde sie operiert und alles ist gut gegangen und sie, ja, alles ist gut gegangen. Aber ich denke, das zeigt, dass manchmal, wenn Katzen ein Polytrauma bekommen oder wenn sie einen Autounfall bekommen, gibt es so viele Sachen, Kontusionen, Rippenfrakturen, dass zuerst muss man die Kontusionen behandeln oder warten, bis sie weg sind und danach kann man besser wissen, was die Katze braucht. Und das ist der letzte Beispiel, das ist Yara. Sie ist eine Bernsteinhund, weiblich kastriert, 11-jähriger. Sie zeigt Lethargie seit 2 Tagen. Sie ist sehr müde, laut Besitzer. Sie will nicht mehr spielen. Und seit 2 Tagen zeigt sie eine erhöhte Atemfrequenz. Und die Atmung ist einfach laut. Sie haben gesagt, der Privattierarzt hat vor einem Jahr eine chronische Pharyngitis diagnostiziert, weil sie manchmal hustet, wenn sie im Boden liegt. Und sie wird ein bisschen Wein trinken. Das ist schon bekannt. Das ist nicht ein großes Problem für die Besitzer. Sie denken, sie ist sehr lethargisch und die Atemfrequenz ist hoch. In der klinischen Untersuchung war der Puls normal. Atemfrequenz war hoch, 80, sie hat gehechelt. Temperatur war auch hoch, 39,5, aber sie zeigte keine Dyspnoe. Sie war sehr aufgeregt und sie hat viel gehechelt und das war laut. Aber die Schleimhäute waren gut, Pulsqualität war auch gut, Kfz war auch gut. Das ist sie war sehr aufgeregt. Wir haben ihr ein bisschen Butorphanol gegeben und das ist ein Video. Sie hat das die ganze Zeit gemacht, nicht nur in unserem Notfallraum, aber die Besitzer haben gesagt, sie macht das die ganze Zeit. So, ich noch einmal. Okay, so das ist ein Strigidor. So wenn sie atmet, ist das laut. Das ist lauter als einfach krächeln. Das ist ein Strigidor und Tachypnoe, aber keine Dyspnoe. Sie hat auch eine Belastungsintoleranz laut Besitzer und wir wissen im Moment noch nicht, ob sie Fieber hat, aber wir vermuten eine Hyperthermie als mehr wahrscheinlich als Fieber. Was wären die Differentialdiagnosen? Was wäre die Hauptdifferentialdiagnose bei Yara? Schauen wir mal. Ein Vorschlag ist Larynxparese. Mhm. Gibt es noch mehr Möglichkeiten, die jemandem einfallen? Eine Stenose der oberen Atemwege. Eventuell eine Neoplasie oder Anämie. Anämie. Ich frage mich, ob es ein Schreibfehler ist. Anämie sagt mir persönlich jetzt medizinisch nichts, deswegen habe ich Anämie gleich mal übersetzt, aber dass sie durch
anämischen Zustand weniger Sauerstoff bekommt, möglicherweise mit dem Hintergrund. Okay. Ist das alles? Schaue ich gerade. Naja, bisher hat es Bronchitis, ist noch ein Vorschlag. Mehr habe ich jetzt nicht. Haben wir jetzt Mehrfachnennung von der Larynxparese, eine Stenose der oberen Atemwege, neoplastisches Geschehen. Oh ja, Stenose, Fremdkörper in den Atemwegen, wird auch gerade noch genannt. Okay, gut. So ich denke zuerst, es ist wichtig, dass wir das Problem lokalisieren. Und ich denke, das Problem ist bei Yara in der oberen Atemwege. Und weil der Stridor ist laut, sie hat auch eine Hyperthermie. Das passiert, wenn wir eine Obstruktion oder ein Problem in der oberen Atemwege haben. Aber jetzt hat sie eine Tachypne. Und Tachypne ist nicht typisch für obere Atemwege, oder? So, ich denke, eine Anämie ist unwahrscheinlich, weil die Schleimhäute waren rosa. Das konnte Belastungsintoleranz machen. Aber die Atmung, laut Atmung, Stridor, das passt nicht mit Anämie. Natürlich konnten wir von zwei Problemen haben, aber ich denke, am wahrscheinlichsten wäre ein Problem in der oberen Atemwege und vielleicht jetzt etwas Akutes in der unteren Atemwege. So, wir haben das Problem in der oberen Atemwege lokalisiert. Larynxparalyse ist eine Differentialdiagnose. Fremdkörper, Abszess oder eine Neoplasie. Und die Frage ist, ob wir vielleicht eine Pneumonie oder eine Pneumonitis haben konnten, weil sie wird und sie hustet häufiger, wenn sie trinkt. Und das konnte vielleicht eine Aspirationspneumonie verursachen. Wir haben Röntgen von Thorax gemacht und das hat eine violettes Lungenzeichnung hier ventral und mitten in Lungenlappen gezeigt. Und wir haben ein generalisiertes bronchointerstitiellen Lungenmuster. Aber hier gibt es eine violettes Lungenzeichnung und ein bisschen Spondylose, aber nicht so schlimm. In der VW haben wir diese alveoläres Lungenzeichen besser gesehen, hier, sehr lokalisiert. Und das macht, und auch ein bisschen Aerophagie hier, ein bisschen Luft in Esophagus und auch hier in den in Darm. Und dieser Befund spricht für eine Aspirationspneumonie. So, unsere Verdachtsdiagnose war eine Aspirationspneumonie als Folge von einer Larynxparalyse. Weil Larynxparalyse ist eine Erkrankung von alten Hunden und normalerweise zeigen diese Hunde eine Belastungsintoleranz. Sie können nicht gut thermoregulieren. Sie entwickeln sehr schnell eine Hyperthermie und sie können auch eine Aspirationspneumonie entwickeln. Da die Larynx nicht gut zumacht, weil sie eine Paralyse haben, ist es typisch, dass wenn sie trinken, husten sie. So, das ist typisch von Larynxparalyse. Wenn sie trinken oder wenn sie essen, dann manchmal husten sie oder würgen. Wir haben eine Blutuntersuchung gemacht, das zeigte eine geringgradige Leukozytose, aber ohne Linksverschiebung, ohne toxische Veränderungen. Die Blutchemie war unauffällig und einige Stunden später, nach Butorphanol, wurde die Temperatur kontrolliert und das war 37,7. So, nach Butorphanol ist die Temperatur runtergegangen. Das spricht auch für eine Hyperthermie
und nicht für Fieber. So, wir haben Antibiotika empfohlen gegen Aspirationspneumonie und wir haben damals keine Larynxuntersuchung gemacht. Wir haben gesagt, okay, jetzt behandeln wir die Aspirationspneumonie und wir machen eine Kontrolle in 2 Wochen und auch Röntgenkontrolle. 2 Wochen später war sie klinisch besser. Sie zeigte weniger Husten, weniger Belastungsintoleranz. Im Röntgen ist dieser violäre Lungenmuster immer noch sichtbar und im VD ist es mehr konsolidiert. So, ich denke, dass die Bilder von Thorax sind stationär geblieben. Sie sind nicht viel besser, aber klinisch ist sie besser. Deswegen haben wir weitere Antibiotika empfohlen und wir haben auch eine Kontrolle in 2 Wochen empfohlen. Wir haben jetzt, dass der Hund besser von Allgemeinzustand ist, wir haben mit ein bisschen Propofol dem Hund sediert und der Larynx wurde untersucht und eine Larynxparalyse oder Kehlkopfflähmung wurde bestätigt. Und dann haben die Besitzer uns gefragt. So, das heißt, dass unser Hund eine OP braucht und ich wollte Sie fragen, was Sie denken. Wollen Sie eine OP machen oder nicht? Bei Jahren. Eine andere Frage ist, glaube ich, vorher noch zur Therapie, wie es mit Bromhexin wäre wegen der Pneumonie. Bromhexin, ich kenne Bromhexin leider nicht. Ich habe keine Erfahrung. Okay. Ja? Ist das ein, was für ein Medikament ist das? Bromhexin. Warten wir kurz, ob das Bisolvon ist der Wirkstoff wohl. Ah. Also Schleimlöser, wenn ich mich richtig... Ah. Bisolvon ist... Zusätzlich mit Antibiose. Ja, genau. Elektrolytisch ein Schleimlöser ist das, ja. Ah. Ja, ich habe das nie benutzt, aber ich denke, dass ich denke, das ist nicht gefährlich und es hat keine Nebenwirkungen, so ich denke, das könnte zusätzlich gegeben werden. Aber ich muss sagen, ganz ehrlich, ich habe keine Erfahrung mit Bromhexin oder Bisolvon beim Hund. Okay, und jetzt haben wir, okay, die Frage ist damit beantwortet. Sie bekommen ein Danke, das ich Ihnen gerne vorlese. Und zur OP-Frage ist einmal die Rückfrage, wie alt die Hündin ist. Ai, das habe ich nicht geschrieben. Ich denke, sie war 9. Ah, 11. 11. 11-Jährige. Okay. Und ein Ja, ein deutliches zu einer OP und dann eine... Andere Sache, eine OP zu einem späteren Zeitpunkt, da jetzt das akute Problem die Aspirationspneumonie ist. Richtig. Und dann noch, dass eben eher, also statt der OP bei der eher älteren großen Hündin auf Futtermanagement achten, ist auch noch ein Vorschlag. Okay. Also eher Managementmaßnahmen als chirurgischer Eingriff, habe ich das jetzt verstanden. Und ein sicheres Ja haben wir auch zur OP. Da würde ich sagen, dann lösen wir auf. Ja. Ich denke, wir stimmen zu. Jetzt braucht Jara Antibiotika und jetzt müssen wir diese Aspirationspneumonie behandeln, bis klinisch und auch radiologisch eine Heilung haben. So, jetzt kommt eine OP nicht in Frage.
Aber die Besitzer wollen wissen, ob wir oder ob sie an dieser OP denken sollten. Und ich frage sie, weil das eine schwierige Entscheidung ist. So, ich denke, das ist nicht falsch oder richtig. Ich denke, einige Chirurgen würden die OP in der Zukunft empfehlen und andere würden sagen, wenn der Hund so oder im Moment eine gute Lebensqualität hat, außer diese Episode von Aspirationspneumonie, wurde eine OP nicht empfohlen. Und warum ist das so? Warum müssen wir die Risiko und Lebensqualität ja, überlegen? Oder? Weil die OP kann sicher die Lebensqualität von Hunden mit Larynxparalyse verbessern, aber laut Studie haben fast 30% Fälle nach der OP eine Aspirationspneumonie. Und das ist die Hauptkomplikation von Fällen, die sterben. So, die Aspirationspneumonie ist eine Komplikation von dieser OP. Die häufigste Operationsmethode ist das TAVR. Das ist auf Englisch, das bedeutet eine Lateralisation der Stellknorpel. Und wenn wir Tiere, die schon vor der OP eine Aspirationspneumonie entwickeln haben, das ist ein Risiko für Komplikationen nach der OP zu haben. So, was wir nicht wissen, ist, warum sie jetzt aspiriert hat. So, eine Möglichkeit wäre, dass der Larynx nicht gut sich nicht gut bewegt. Die andere Möglichkeit wäre, dass sie ein Problem im Esophagus hat. So, ich zeige Ihnen hier zwei Studien. Die zweite Studie von 2010 hat gezeigt, dass ungefähr 50% Hunden mit Larynxparalyse haben zusätzlich auch eine Hypomotilität des Esophagus, des Speiseröhre. Das heißt, dass das ist wichtig. Das heißt, dass sie haben nicht nur ein Problem mit recurrent laryngeal nerve. Das ist auch ein Problem in generalisiertes neurologisches Problem. Und Hunde, die esophageal Probleme haben, haben auch ein hohes Risiko von Komplikationen nach der OP. So, ich denke, dass die OP, meine Meinung ist, die OP sollte immer empfohlen werden, aber ich denke, dass bei Fällen, die schon aspiriert haben, wir ein Problem im Esophagus vermuten. Es ist wichtig, dass die Besitzer verstehen, wir haben Risiko von Komplikationen von der OP. Aber es gibt auch Fälle, die nach der OP sich viel, viel verbessern. Sie rennen wieder, sie spielen wieder, die Besitzer sind zufrieden, sie haben jetzt wieder eine gute Lebensqualität. So, ich denke, das ist nicht richtig oder falsch. Yara ist ein bisschen dick, sie hat ein bisschen Übergewicht und wir haben auch den Besitzer empfohlen, dass vielleicht sie ein bisschen Gewicht verlieren konnte. Das konnte vielleicht die Atmung ein bisschen verbessern. Aber das war im Juni und jetzt ist Sommer, es ist warm. So, wir haben auch Ihnen informiert von den Risiken von Larynxparalyse und von einer akuten Krise mit Dyspnoe und Zyanose und Hyperthermie. Aber ich denke, wir haben die OP empfohlen für die Zukunft, aber Sie müssen ein bisschen überlegen. Aber ich wollte Sie fragen, weil das ist eine schwierige Entscheidung und ich denke, es ist Leute, die OP empfehlen und Leute, die keine OP empfehlen.
Und ich denke, das ist alles. Ich weiß nicht, ob Sie andere Fragen haben über die Fälle oder von Atemwegeprobleme insgesamt. Also bisher sind keine Fragen in der Warteschleife dazu. Ja. Es kommt schon eine nette Rückmeldung, dass das Webinar super war und vielen Dank. Bitte, ja, die Präsentation, die Frage beantworte ich, ob die Präsentation ins Internet kommt. Ja, die Referentin hat uns zugesichert, dass wir die Präsentation aufs E-Learning stellen können. Die Aufnahme wird auch auf dem E-Learning zu finden sein, nach technischer Aufbereitung. Das kommt immer ein bisschen auf den Arbeitsaufwand unseres Technikers an, aber in den kommenden Tagen bis zu einer Woche sollte es dann unter dem Punkt Videos, Webinare bei Ihnen abrufbar sein. Mhm. Und die Präsentation eben, wie gesagt, kommt auch dazu. Ein weiteres vielen Dank haben wir. Eine sehr gute Präsentation. Das ist ein Lob für Sie. Danke. Ja, also wenn keine Fragen mehr sind, bedanke ich mich auch von Organisatorenseite für die ganz tolle Interaktion. Das ist gar nicht selbstverständlich und das hat ganz super funktioniert. Ja, das hat sehr gut funktioniert, ja. Und ja, ich hoffe, es hat allen Spaß gemacht. Wir haben jetzt ein bisschen überzogen, aber ich hoffe, das war es wert, dass man die letzten Fälle auch noch gesehen hat. Ich fand es auch eine sehr spannende Fallauswahl. Und wenn sonst noch Fragen sind an die Christina Perez oder natürlich an mich sowieso vom Organisatorischen her, jederzeit E-Mail schreiben. Und damit würde ich mich von meiner Seite, noch ein nettes, sehr, sehr gut und vielen Dank haben wir bekommen. Und ja, wie gesagt, von meiner Seite würde ich mich damit verabschieden und auch eben noch kurz an die Referentin geben für eine Verabschiedung und dann das Webinar beenden. Vielen Dank für die Einladung natürlich und danke für Ihre Aufmerksamkeit und für alle die Fragen. Und ja, ich bin auch froh, dass Sie die Fragen beantwortet haben und ich hoffe, die Fälle haben Ihnen Spaß gemacht. Extrem neu oder selten. Ich denke, das können Sie auch in Ihrer Klinik sehen. Und deswegen hoffe, das hat, das kann vielleicht Ihnen helfen. Aber ja, vielen, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und Sie können natürlich mir eine E-Mail schreiben, falls Sie Fragen über die Präsentation haben oder Überfälle, das ist kein Problem. Perfekt. Dann bedanke ich mich nochmal bei allen Beteiligten und sage auf Wiedersehen und wünsche noch eine sehr angenehme Woche für alle. Danke, gleichfalls.